Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder mit dem World of Warcraft Kochbuch weiter. Wir werden zusammen den Feuerkracher-Lachs mal ausprobieren. Und ja, wollen wir gar nicht lang drum rumreden. Ich erzähle euch mal, was ihr hier so seht. Wir brauchen zwei Lachsfilets, auch 150 Gramm. Dann brauchen wir eine Vierteltasse Sesam oder anderes Pflanzenöl, zwei Esslöffel Sojasauce, zwei Esslöffel Balsamico-Essig, 2 Teelöffel braunen Zucker, einen halben Teelöffel Chilisauce, ich habe jetzt hier Tabasco genommen, dann einen halben Teelöffel nordische Gewürze. Das Video zu diesen Gewürzen werde ich euch nochmal hier oben verlinken. Und einen halben Teelöffel gemahlenen Ingwer. Ja, dann wollen wir doch direkt mal loslegen. Ihr braucht einen Gefrierbeutel oder eine Plastikdose. So, und in diesen Beutel packen wir jetzt alles rein. Sämtliche Gewürze, Soßen, Öle und marinieren darin dann den Lachs ungefähr eine Stunde im Kühlschrank. Oder wenn ihr es richtig durchgezogen haben wollt, auch gerne über Nacht. Und so wandert das Ganze jetzt erstmal in den Kühlschrank und kann ein Stündchen durchziehen. Gleich schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Bis noch hier. Weiter geht es mit dem Feuerkracherlachs. Das Ganze ist wirklich prima durchgezogen im Kühlschrank. Ich habe es 1,5 Stunden in der Kühlung gelassen. Jetzt habe ich das Ganze hier in einer Auflaufform gepackt, noch ein paar Chili-Flocken oben drüber. Und ja, im Rezept steht, dass auf höchster Stufe gegrillt werden soll, ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ich mache das aber lieber mit Ober-Unterhitze. Ich habe den Ofen mal auf 200 Grad gestellt und schiebe den Lachs jetzt mal für ein Viertelstündchen rein und dann gucken wir, wie es nachher schmeckt und ja, aussieht. Der Fisch ist super lecker zubereitet. Ich hoffe, der schmeckt auch so, wie er aussieht. Ich habe noch ein bisschen Reis im Thermomix und ja, dann probieren wir jetzt gleich mal. Ihr seht, der Teller ist leer. Hier liegt nur noch die Pelle vom Lachs. Ja, die Gewürze konntet ihr ja zu Beginn schon sehen. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich für Lachs, finde ich zumindest. Es war ein ungewöhnlicher Geschmack auch, aber wirklich sehr lecker. Wir haben das Ganze in Kombination mit ja, Reis gegessen. Hat super geschmeckt. Wir werden es auf jeden Fall nochmal kochen. Und ja, von mir einen Daumen hoch und viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, bis dann.